Hallo, mein Name ist Manfred Brasch, ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Es gibt neue Zahlen vom Statistikamt Nord, die belegen, dass wir in Hamburg zu wenig für den Klimaschutz tun. Diese neue Bilanz zeigt sehr deutlich auf, dass die Einsparlücke nach wie vor zu den selbstgesetzten Zielen gewaltig ist und dass vor allen Dingen der Verkehr sogar beim CO2 ansteigt. Wir brauchen also dringend Maßnahmen, die diesen Trend wieder umkehren, dass wir unsere Einsparverpflichtung tatsächlich auch erreichen. Hier ist der Hamburger Senat jetzt gefordert und der neue Klimaplan, den der Bürgermeister bis zum Ende des Jahres angekündigt hat, wird zeigen, ob es die Politik tatsächlich ernst meint mit dem Thema. Was gibt es noch? Ständiges Thema auch beim BUND, der Flächenverbrauch. Wir konnten jetzt gemeinsam mit dem Naturschutzrat aufzeigen, dass in einem beschleunigten Verfahren, was das Baugesetzbuch tatsächlich vorsieht, in Hamburg mehr und mehr Flächen versiegelt werden, aber kein Naturschutzausgleich stattfindet. Das ist ein Negativtrend, der es schwer macht, Biodiversität auch in der Stadt zu erhalten, den Artenschutz ernst zu nehmen. Deswegen unsere ganz klare Forderung an die Hamburger Bezirke, diesen Paragraphen nicht mehr anzuwenden und ein reguläres Bebauungsplanverfahren zu machen. Das hätte den Vorteil, dann wird Natur auch ausgeglichen und nur so kann es heute modern in einer Stadtentwicklung auch funktionieren. Und damit euch ein schönes Wochenende. Ciao.